Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben soeben einen intensiven und sehr ernsthaften Austausch geführt mit den Vertretern aller großen Wirtschaftsforschungsinstitute, mit dem Sachverständigenrat, mit hervorragenden Volkswirten aus ganz Deutschland. Es war mir wichtig, diesen Dialog zu beginnen, weil wir uns in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation befinden. Und ich bin sehr dankbar, dass der neue Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage, Herr Professor Lars Feld, uns bei diesem kurzen Resümee unterstützen wird. Ich habe aus diesem Austausch eine große Ermutigung mitgenommen, weil das Maßnahmenpaket der Bundesregierung, das wir gestern im Bundeskabinett beschlossen haben, von allen, die sich geäußert haben, begrüßt worden ist, als ein Schritt in die richtige Richtung, als notwendig und als im Prinzip angemessen und gut. Es gibt darüber hinaus eine Reihe von weiterführenden Vorschlägen, damit verhindert wird, dass aus der Pandemie eine Infektion und eine dauerhafte Krise der Volkswirtschaft wird. Wir haben uns ausgetauscht über Wachstumserwartungen, die natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf Punkt und Komma berechnet werden können, aber dass wir schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen jetzt schon spüren durch eine große Zunahme von Kurzarbeit. Das ist von niemandem bestritten und dass eben die Häufung von Effekten, die durch mangelnde Nachfrage, aber auch durch mangelnde Angebote, weil es an Vorprodukten fehlt, weil es Krankenstände gibt, sich kumuliert. Das alles wird dazu führen, dass die wirtschaftlichen Einbußen wahrscheinlich höher sein werden als in der letzten Wirtschaftskrise, in der Banken- und Börsenkrise. Ich sage wahrscheinlich, weil es niemand so genau wissen kann. Deshalb sind wir dem Sachverständigenrat auch sehr dankbar, dass er uns die unterschiedlichen Szenarien noch einmal in einem Gutachten dargelegt hat. Wir haben für die Bundesregierung klargemacht, dass wir unser Maßnahmenpaket als den ersten Schritt ansehen, dass wir wissen, dass die zeitliche Umsetzung kritisch ist. Das heißt, wir wollen erreichen, dass die Hilfen möglichst schnell zur Verfügung stehen, um das Wegbrechen von Strukturen, das Wegbrechen von Arbeitsplätzen zu verhindern. Wir wissen aber auch, dass wir damit nur den ersten Schritt getan haben, und dass wir in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern, mit dem volkswirtschaftlichen Sachverstand, den wir Gott sei Dank in Deutschland in beeindruckendem Umfang haben, an den Universitäten, an den Forschungsinstituten, gemeinsam Schritt für Schritt die Maßnahmen ergreifen müssen, die uns aus der Krise führen. Deshalb war es auch wichtig für uns, dass Professor Feld im Gutachten seines Rates noch einmal auch das Jahr 2021 in den Blick genommen hat, weil wir eben die Perspektiven eines neuen Aufschwungs nach der Überwindung der Krise nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wir müssen alles dafür tun, dass die Wachstumskräfte dann, wenn die Zahl der Infektionen zurückgeht, dann, wenn das öffentliche Leben wieder hochgefahren werden kann, dann, wenn die Unternehmen wieder normal produzieren können, dass dann die Auftriebskräfte die Oberhand bekommen, dass investiert werden kann, dass produziert werden kann. Wir sind entschlossen, uns dieser Aufgabe gemeinsam zu stellen. Und deshalb möchte ich jetzt gerne das Wort weiterreichen an Herrn Professor Feld, verbunden mit dem Dank an alle Ökonomen, die an dieser Telefonschalte, Videoschalte teilgenommen haben. Herr Professor Feld. Ja, vielen Dank, Herr Minister, dass ich mich Ihnen einer ganzen Reihe von Ökonomen, mit einer ganzen Reihe von Volkswirten, die Maßnahmen der Bundesregierung, auch die gewählten Instrumente begrüßt haben. Sie haben das erwähnt, wir haben von Seiten des Sachverständigenrates der Bundesregierung ein Sondergutachten vorgelegt.
Man kann ja, was die Auswirkungen anbetrifft, nur in Szenarien denken, sich überlegen, wie lange dauert denn der Shutdown, den wir gegenwärtig beobachten, wie lange dauern Erholungsphasen, wie sehr sind bestimmte Branchen von dem gegenwärtigen Shutdown betroffen. Wir sind von Seiten des Sachverständigenrats optimistischer, dass es im Wachstumseinbruch aufs ganze Jahr hochgerechnet, wenn wir ein Faustszenario realisieren können, vielleicht nicht ganz so schlimm kommt, wie wir das jüngst von anderen Forschungsinstituten gehört haben. Ohne da jetzt Zahlen zu nennen, ist völlig klar, dass es davon abhängt, wie sehr und wie stark wir diesen Shutdown beibehalten müssen. Und wir haben das im Ratsgutachten so geschrieben, aber auch in der vorherigen Diskussion ja miteinander besprochen, dass man auch die Zeit, die wir jetzt in der Kontaktsperre haben, auch nutzen muss, um gegebenenfalls andere gesundheitspolitische Strategien zu ermöglichen, also beispielsweise, dass wir flächendeckende Testverfahren einsetzen können und Ähnliches. Denn davon hängt es am Ende ab, wie stark die wirtschaftlichen Einbrüche sein werden. Zum Zweiten, die Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat, sind sehr begrüßenswert. Sie sind sehr schnell getroffen worden. Das ist das Instrumentarium, das jetzt auch hilft. In der kurzen Frist hilft, die Liquiditätsprobleme, die es in der Wirtschaft gibt, zu überwinden und auch dafür zu sorgen, dass die Arbeitslosigkeit nicht so schnell nach oben geht oder gegebenenfalls sogar insgesamt niedrig bleiben kann. Was man hinsichtlich der Liquiditätshilfen sicher nochmal hinzufügen muss, die Unternehmen, die jetzt besonders stark betroffen sind, sind ja Unternehmen, die eher klein sind, Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen, die wir da im Blick haben müssen, die sicher auch ein Problem haben, mit weiteren Krediten zurechtzukommen. Ein Schuldenüberhang bei kleinen Unternehmen bedeutet ja am Ende, dass sie Schwierigkeiten haben, Kredite nicht mehr zurückbezahlen zu können. Und von daher sind die Zuschüsse, die es in diesem Programm der Bundesregierung gibt, sehr begrüßenswert. Wir hoffen, dass die schnell an die Unternehmen ausgezahlt werden können. Und vielleicht können wir an manchen Stellen darüber hinaus noch einmal über mögliche Liquiditätshilfen in der einen oder anderen Form nachdenken. Und die Bundesregierung findet Möglichkeiten, hier dahingehend nochmal voranzugehen. Wir werden für die Phase nach Abklingen der gesundheitspolitischen Maßnahmen auch überlegen müssen, welche Initialzündungen von Seiten des Staates in Form von expansiven fiskalpolitischen Maßnahmen angezeigt sind, ob die eher auf der steuerlichen Seite anzusiedeln wären oder eher auf der Ausgabenseite. Das wird dann noch zu diskutieren sein, denn viel hängt am Ende auch davon ab, dass wir schnell wieder aus der Krise herauskommen und dass wir im Schritt danach für das Jahr 2021 einen ähnlich starken und schnellen Aufschwung anlegen, wie wir ihn in der Finanzkrise in den Folgejahren dann erlebt haben, um wieder auf den alten Wachstumspfad zurückzufinden. Das wahrscheinlichste Szenario aus Sicht des Sachverständigenrats ist im Moment ein V-Szenario. Risikoalternativen sind ein tieferes V oder eine U-Entwicklung, also längere Zeit, die es dann dauert, bis die Wirtschaft wieder anzieht. Wir gehen nicht davon aus, gegenwärtig, dass wir in ein L kommen, also dann dauerhaft auf einem oder längere Zeit auf einem niedrigeren Wachstumspfad wären, sondern wir gehen eigentlich davon aus, dass die Erholung wieder gut möglich ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor, für Ihre verständliche, nachvollziehbare Bewertung. Wir sind uns in der Tat einig geworden, dass die Auswirkungen auf die Konjunktur beträchtlich sein werden, aber auch, dass es sehr stark davon abhängig sein wird, welche Maßnahmen wir kurzfristig ergreifen. Dort sind wir auf einem guten Weg. Und was wir dann tun, um mittel- und langfristig die Wachstumskräfte zu stärken, dazu sind wir entschlossen. Wir haben jetzt noch Zeit für einige wenige Nachfragen von Seiten der Journalisten. Drei Nachfragen. Die erste hat Herr Draufette vom Spiegel. Bitte sagen Sie, an wen sich die Frage richtet. Und dann nehmen wir hier aus dem Raum noch Herrn Hönig und Herrn Krämer mit je einer Frage. Ja, Herr Altmaier, Herr Feld, können Sie noch mal ein bisschen präzisieren, welche
Konjunkturdelle Sie erwarten. Das IFO-Institut sprach von mindestens 5%. Wo liegen Sie? Ist das zu pessimistisch, zu optimistisch? Und auch Herr Altmaier noch mal ganz konkret, es gibt offensichtlich eine Lücke. Großen Unternehmen wird geholfen, kleinen Unternehmen oder Kleinstunternehmern. Dazwischen die mittelständischen schlagen Alarm. Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen, wie denen geholfen werden soll. Herr Professor Feld. Wenn Sie möchten, ich bin jetzt an dieser Stelle ein bisschen zurückhaltend, Zahlen zu nennen, denn wir sind ja, was die Veröffentlichung des Sondergutachtens anbetrifft, auch mit der Bundesregierung noch im Gespräch, aber kann sagen, dass die Bandbreite, die das IFO-Institut in seinen Szenarien angibt, das sind alles in allem ja 18 Szenarien, die das IFO rechnet, von 5% bis 20% gehen. Wir sind im Sachverständigenrat bei wenigen aus unserer Sicht dann ja, in der Bandbreite wahrscheinlicheren Möglichkeiten bei niedrigeren Einbrüchen angekommen. Also wenn es ein V ist, bei dem wir 5 Wochen Shutdown und 3 Wochen Erholung haben, dann liegen wir auch unter den 5%, die das IFO-Institut angibt. Wenn es länger dauert, also der Shutdown 7 Wochen andauert und die Erholung 5 Wochen, dann landen wir etwa in der Größenordnung des Einbruchs, den wir während der Finanzkrise hatten, bei einem U in einer ähnlichen Art und Weise, wobei die Erholung dann länger dauert und vor allen Dingen 2021 das Wachstum auch noch schwächer bleiben würde. Wenn man also eine längere Phase hat, die wir im Tal der wirtschaftlichen Entwicklung verbringen, die ganz pessimistischen Szenarien, die in zweistellige Bereiche gehen, die schließen wir gegenwärtigen Sachverständigenrat aus. Wir gehen nicht davon aus, dass wir eine so schwierige Lage bekommen werden. Man muss ja bei allem auch mitbedenken, dass das erste Quartal diesen Jahres noch sehr, sehr gut gelaufen ist. Also wenn wir die Corona-Krise nicht gehabt hätten, würden wir sagen, die Abkühlung seit dem zweiten Halbjahr 2018 und über das Jahr 2019, die damit verbundene Industrierezession, die könnten überwunden sein und es gab viele Anzeichen, dass wir dann nochmal stärker nach oben gehen. Das erste Quartal wirkt sich ja auch dann entsprechend aus. Jetzt kommt Corona hinzu und wenn es uns gelingt, ab dem dritten Quartal oder ab der Hälfte des dritten Quartals wieder mit kräftiger Erholung voranzugehen, dann sind wir eben bei weitem nicht so pessimistisch, wie das IFO-Institut es in seinen Extremszenarien am Ende ist. Ja, das ist... Und es liegt auch ein bisschen an uns, welches von diesen Szenarien eintritt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir weiterhin im Gespräch bleiben und unsere Maßnahmen. Sollte sich herausstellen, dass es Lücken gibt, dass es Bereiche gibt, die übersehen wurden, wird die Bundesregierung selbstverständlich handeln. Aber ich möchte, Herr Draufhätter, auf Ihre Frage sagen, dass ich zum augenblicklichen Zeitpunkt diese Lücke nicht sehe. Denn das, was wir zur Kurzarbeit beschlossen haben, das ist die großzügigste Regelung, die es jemals zur Kurzarbeit in Deutschland gegeben hat. Und die gilt eben für die ganz kleinen Unternehmen, wie auch für den Mittelstand, die mittelgroßen und den größeren Mittelstand, wie auch für die ganz großen Unternehmen. Die gilt für alle 45 Millionen Beschäftigungsverhältnisse, soweit sie sozialversicherungspflichtig sind, in Deutschland. Das ist durchgängig. Das Zweite, das, was wir bereits vor 10 Tagen angekündigt haben, eine umfassende Steuerstundung und Vollstreckungsschutz bis Ende des Jahres im Hinblick auf Auswirkungen der Corona-Pandemie. Auch das gilt für alle, vom kleinen Solo-Selbstständigen bis zum großen Unternehmen mit Zehntausenden von Beschäftigten, einschließlich des Mittelstandes, der mir als Minister besonders wichtig ist. Und wir haben dann maßgeschneiderte Angebote, nämlich für den breiten Mittelstand ein umfassendes Bürgschaftsgarantie- und Kreditprogramm in unbegrenzter Höhe zu sehr vorteilhaften Konditionen, weil wir davon ausgehen, dass nach dem Überwinden der Talsohle, von der ja auch Professor Feld gesprochen hat, wir dann auch wieder sehr gute Wachstumschancen in vielen Bereichen haben. Und dann ist es auch vertretbar, dass dann diese Kredite über einen längeren Zeitraum wieder zurückgezahlt werden, so wie der Bund die Schulden, die er jetzt aufnehmen muss,
ebenfalls wieder zurückzahlen wird, in dem Augenblick, in dem die wirtschaftliche Entwicklung besser verläuft. Wir haben dann drittens für Unternehmen, die von strategischer Bedeutung für unser Land sind, das können ganz große sein, das können aber auch mittlere Unternehmen sein, die besonders wichtige Technologien vorantreiben, besonders große Systemrelevanz haben, haben wir einen Stabilisierungsfonds geschaffen, um diese Unternehmen vor der Insolvenz und vor Übernahmen, durch feindliche Übernahmen zu schützen. Das ist aber kein Rechtsanspruch, sondern das ist sozusagen jeweils eine Entscheidung der Bundesregierung in Rückkopplung mit dem Parlament über einen eigenen Ausschuss, den wir dafür einrichten, wo es darum geht, die nationalen Interessen dieses Landes zu wägen und zu realisieren, sodass man also sieht, wir haben über die ganze Breite der Wirtschaft ein Angebot unterbreitet. Und jetzt kommt es darauf an, dass dieses Angebot auch tatsächlich in Anspruch genommen werden kann. Dort arbeiten wir fieberhaft an den Voraussetzungen. Ich habe die Hoffnung, dass die ersten Beihilfen, die Zuschüsse für die ganz kleinen Unternehmen, noch in dieser Woche ausgezahlt werden können, zumindest in einigen Bundesländern. Da wir zum Schluss kommen müssen, bitte nur noch eine letzte Frage, Herr Krämer von Reuters. Ich hätte eine Frage zur europäischen Dimension. Von den Ökonomen kommt der Vorschlag, den europäischen Stabilitätsmechanismus, den ESM, anzuzapfen, und zwar über Kreditlinien. Also wir reden nicht über Corona-Bonds oder Euro-Bonds, weil das lange dauern würde, sondern halt schnell an das bestehende Geld des ESM ranzukommen. Wie ist Ihre Position dazu? Ja, ich kann uns nur empfehlen, dass wir tatsächlich keine Geister- und Gespensterdebatten führen, aus ideologischen Gründen, indem jeder wieder seine Lieblingslösung von vor 5 oder 10 Jahren hervorholt. Deshalb bin ich froh, dass diese Debatte über Eurobonds und Ähnliches keine große Breitenwirkung gefunden hat. Zweitens ist uns natürlich wichtig, dass wir europäische Solidarität nicht nur beweisen, sondern auch implementieren. Das hat auch etwas damit zu tun, dass die europäischen Volkswirtschaften auf das Engste verflochten sind und dass auch eine nachhaltige Erholung unserer deutschen Volkswirtschaft nur denkbar ist, wenn sich die Wirtschaft im Euroraum insgesamt berappelt und auf die Beine kommt. Es findet heute zu dieser Stunde eine Sitzung der Eurogruppe in Brüssel statt, an der der Bundesfinanzminister teilnimmt. Also die findet nicht in Brüssel statt, wird von Brüssel aus koordiniert und findet per Videoschalte in die nationalen Hauptstädte statt. Dort wird über pragmatische und flexible Lösungen gesprochen. Ein wichtiges Element ist ja der große Schutzschirm, den die EZB, die Europäische Zentralbank, noch einmal ausgebreitet hat. Die anderen Fragen müssen diskutiert und entschieden werden. Aber noch einmal, es geht nicht um einen grundsätzlichen Strategiewechsel und aus ideologischen Gründen. Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt falsch und deshalb werden wir das auch nicht mitmachen.